So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Solo-Variante von Burgle Brothers von Tim Fowers. Ich habe gestern ein Video online gestellt mit der Zweispieler-Version. Wir spielen heute im Prinzip das gleiche Setting, nämlich die Einsteiger-Variante mit zwei Etagen, nur eben jetzt alleine mit einem einzigen Dieb. Ich spiele wieder den Hacker, der keine Laser-, Fingerabdruck- oder Bewegungssensoren auslöst. Und mit dem hoffe ich, dass ich diesmal durchkomme. Beim letzten Mal haben wir meines Wissens ja verloren. Wir fangen einfach mal an. Die Regeln im Detail habe ich in dem anderen Video erklärt. Ich verlinke euch das oben rechts in der Ecke. Da, genau. Wenn ich das Video hochgeladen habe. Und jetzt fangen wir einfach mal mit der Einspielerversion an. Der Wachmann beginnt hier. Der Dieb muss sich jetzt entscheiden. Ich muss mich jetzt entscheiden, wo ich einsteige. Und ich glaube, ich fange in der anderen Ecke an, aber nicht ganz in der Ecke, denn das Feld möchte ich nur erkunden. Ich fange hier an, im Labor. Das heißt, da komme ich durch die Kanalisation rein. Und jetzt bekommt der Wachmann auch schon sein Patrouillenzielfeld. Das ist hier unten. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich fange an mit 4 Aktionspunkten, die ich ausgeben kann. Und das heißt, dass ich entweder mich bewegen kann, direkt auf ein unaufgedecktes, ein verdecktes Teilchen, Gebäudeteil. Das ist nichts anderes als ein Dungeon Crawler, nur im modernen Gewand, im Sinne von Ocean's 11 oder Mission Impossible. Wir kriechen jetzt hier durch das Bürogebäude, müssen uns an dem Wachmann vorbeischleichen, den Tresor finden, den Tresor knacken, mit der Beute in die nächste Etage, dort dem Wachmann, der noch nicht platziert ist, wir wissen noch nicht, wo der steht, ebenfalls ausweichen, da wieder den Tresor finden, wieder die Beute schnappen und dann hoch ins Hubschrauberdeck und dort fliehen. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir auch das Spiel gewonnen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Ich habe jetzt 4 Aktionspunkte zum Ausgeben. Da war ich gerade. Das heißt, ich kann entweder mich direkt auf einen Gebäudeteil bewegen und es damit aufdecken, mit dem Risiko, einen Alarm auszulösen. Ich kann es auch nur erkunden, ist auch eine Aktion. Ich kann auch, wenn ich in einem Computerraum bin, dort hacken. Das kostet mich eine Aktion, die brauche ich aber als Hacker normalerweise nicht. Und ich kann mit 2 Aktionspunkten den Tresor mit einem Würfel besetzen, damit dort, das sind diese grünen Würfel hier, damit dort dann ein Knackversuch unternommen werden kann. Und das Knacken selbst kostet, das ist das, nichts anderes als Würfeln, kostet ebenfalls einen Aktionspunkt. Alles kann ich noch nicht machen. Ich kann jetzt nur erkunden. Das ist mein erster Aktionspunkt. Das hier, eine Geheimtür, die durch eine Wand betreten werden darf. Das heißt, ich kann später von diesem Feld aus hier rüber huschen, während das der Wachmann nicht kann. Das kann ganz vorteilhaft werden, wenn ich hier mal gefangen sein sollte. Mein zweiter Aktionspunkt wird sein, eine direkte Bewegung hierhin. Ui, und da haben wir direkt den Tresor gefunden. Das reicht aber noch nicht. Ich kann den noch alleine nicht knacken. Ich muss erst in der gesamten Spalte und in der gesamten Zeile des Gebäudes die Gebäudeteile erkunden. Denn hier rechts unten sind Zahlen eingeblendet oder aufgeschrieben an jedem dieser Karten. Und aus diesen Zahlen besteht die Tresorkombination, die ich dann später würfeln muss. Das war meine zweite Aktion. Meine dritte Aktion wird sein, dieses Feld hier zu erkunden. Ein Zahlencode-Feld. Da möchte ich im Moment nicht hin. Das muss ich eventuell knacken, wenn ich da rum möchte. Das kann ich aber auch nur mit einem Würfelwurf mit einer 6 knacken. Und meine vierte Aktion wird sein, mich hierhin zu bewegen. Ein Laseralarm. Als normaler Einbrecher würde ich ihn auslösen. Ich habe den Vorteil als Hacker, dass ich das nicht tue. Es gibt insgesamt 9 verschiedene Einbrechercharaktere, die alle verschiedene Spezialeigenschaften haben. Und ich versuche es heute mit dem Hacker. So, jetzt habe ich 4 Aktionspunkte ausgegeben, bin mit meinem Zug fertig. Jetzt ist der Wachmann dran und bewegt sich mit der hier im Würfel angezeigten Geschwindigkeit von 2 auf sein Patrouillenziel. Dort angekommen, kriegt er ein neues Ziel. Und das ist dieses hier. Und jetzt wird er versuchen, dorthin zu gelangen. Das muss er entweder hierüber, 1, 2, 3, 4, oder hierüber, 1, 2, 3, 4. Die Wege sind gleich lang. Er entscheidet sich laut Regel immer für den linken Weg. Das heißt, ich kann nicht stehen bleiben, denn er wird hier lang laufen. Ich will aber auch gar nicht stehen bleiben. Ich muss ja schließlich hier diese Felder erkunden, mindestens. Das heißt, ich bewege mich auf dieses Feld, meine erste Aktion. Ein Bewegungssensor, den ich aber auch nicht auslöse. Meine zweite Aktion wird hier ein Erkunden sein, ein Kamerafeld.
Das würde nur einen Alarm auslösen, wenn woanders ein Wachmann auf einem Kamerafeld stünde. Ist nicht der Fall. Will ich aber auch nicht hin. Meine dritte Aktion wird ein Bewegen hierhin sein. Und meine vierte Aktion ein Bewegen hier oben, denn damit ich die Ecke erkunden kann. Ein Fingerabdruck-Alarm, aber auch den löse ich als Hacker nicht aus, zum Glück. Wenn ich ein anderer Einbrechertyp wäre, müsste ich mich immer mit erkunden und dann bewegen, gegebenenfalls vorwärts schleichen. Okay, der Wachmann ist wieder dran. 1, 2. Und ich habe jetzt wieder Gelegenheit weiterzulaufen. Ich erkunde wieder hier. Ein Wärmesensor. Zweite Aktion ist das Gehen hierhin. Die dritte Aktion ist das Gehen hierhin. Die Treppe nach oben. Das heißt, ich kann auf dem gegengleichen Stück eine Etage höher schon mal den Abwärtsmarker platzieren. Da werden wir nachher auftauchen in der neuen Etage. Und es geht mit der vierten und letzten Aktion hierhin direkt bewegen. Ein Kamerafeld. Jetzt muss ich aufpassen, wo dann nachher der Wachmann gegebenenfalls stehen bleibt. Der ist aber jetzt dran mit 1, 2, hat sein Ziel erreicht, bekommt das nächste hierhin. Ja, das kriegen wir aber auch hin. Ich erkunde mich, erkunde dieses Feld, 1, bewegen 2, bewegen 3, Foyer. Und auf diesem Foyer kann ich jetzt nicht stehen bleiben, denn ich würde von hier aus gesehen werden. Das ist normalerweise nicht der Fall, aber im Foyer gilt das, wird von jedem benachbarten Feld aus gesehen. Das heißt, ich muss mit meiner vierten Aktion tatsächlich weitergehen und dann laufe ich doch direkt am besten Richtung Tresor, auf die Laufbrücke. Ich würde jetzt, wenn ich in der zweiten oder dritten Etage wäre, runterfallen. Hier im Erdgeschoss passiert mir nichts. Übrigens nicht verwirrt sein, in den USA ist der First Floor das Erdgeschoss normalerweise. In England ist es meines Wissens der Ground Floor. So jedenfalls meine derzeitige Meinung. Könnt ihr gerne kommentieren, wenn das irgendwie anders sein sollte. So, jetzt ist aber der Wachmann dran. 1, 2. Bekommt sein nächstes Ziel hier oben. Und ich kann jetzt zum Tresor gehen. Das Feld hier unten muss ich nicht zwangsweise erkunden. Vor allen Dingen würde ich jetzt hier vorbeilaufen, würde der Wachmann mich sehen. Dann müsste ich einen meiner drei, hier unten in der Ecke liegen sie, Tarnmarker abgeben. Aber das sind sozusagen meine Lebenspunkte. Da wollen wir doch mal noch ein bisschen sparsam mitbleiben. 1 möchte ich hin, kann ich nicht einfach, ist ein Zahlencodefeld. Da muss ich mit dem ersten Versuch einmal würfeln, mit einem Würfel. Ich hätte eine 6 würfeln müssen, aber mit dem zweiten Versuch habe ich 2 Würfel. Immer noch nicht gelungen, dritter Versuch, 3 Würfel. Und jetzt ist es mir gelungen mit dem dritten Versuch und mit dem vierten, und damit ist das Feld auch geöffnet. Und mit dem vierten Versuch gehe ich hier hin. Das sind Öffnungsmarker, die für verschiedene Felder nutzbar sind. So, das heißt, meine Würfelei war von Erfolg gekrönt. Wir versuchen es dann beim nächsten Mal mit dem Tresor knacken. Was wir jetzt machen müssen, die Zahlen 4, 3, 1, 1, 5 und 6 würfeln. Mit Würfeln, die wir dann erstmal hier bereitlegen müssen, um dann würfeln zu können. Das müssen wir aber verschieben. Jetzt ist erstmal der Wachmann dran. 1, 2. Er kann beim nächsten Mal, da er dann noch ein neues Patrouillenziel bekommt, maximal wieder 1, 2 auf diesem Feld stehen. Das heißt, ich kann mir erlauben, hier meine 4 Aktionspunkte mit 2 Aktionspunkte ein Würfel und nochmal 2 Aktionspunkte noch ein Würfel bereitlegen, auszugeben. So, dann ist wieder der Wachmann dran. Damit ist der Tresor jetzt zum Knacken vorbereitet. Wachmann, 1, neues Ziel, zum Glück in die richtige Richtung, 2. Und ich habe jetzt ausreichend Zeit, den Tresor zu knacken. Ich würfle einmal, habe 2 Sechsen. Eine hätte gereicht, um die Sechsermarker, um die Sechserfelder abzudecken, mit dem gehackten Marker oder mit dem geknackten Marker, so. Eine 6. Weitere hätte ich auch nicht, aber ich habe noch 2 Einsen. Eine 3, eine 4 und eine 5. Das war das erste Mal, dass ich gewürfelt habe. Dann würfeln wir ein zweites Mal. Eine 3 und eine 4. Die habe ich doch irgendwo. Hier die 4, da die 3. Mir fehlen noch 2 Einsen und eine 5. Ich muss aber nur eine 1 würfeln. Mal gucken, was bei meinem dritten Versuch der Fall ist.
Nein, weder eine 1 noch eine 5. Und mein vierter Versuch ebenfalls nicht. Die Würfel kommen wieder auf das Tresorplättchen zurück. Der Wachmann geht. 1, 2. Und ich kann wieder viermal würfeln. Eine 1 immerhin, damit kann ich das Feld knacken und dieses Feld knacken. Jetzt ist der Wachmann, nein, ich bin ein zweites Mal. Auch nicht. Ein drittes Mal auch nicht. Ich muss nur noch die 5 würfeln. Ein viertes Mal immer noch nicht. Dann ist der Wachmann wieder dran. 1, 2 und bekommt ein neues Zielfeld. Auch das hält ihn von mir fern. Das kriegen wir auch hin. Ich kann wieder viermal würfeln. Einmal, ich brauche nur noch eine 5. Zweimal, da ist die 5. Merken wir uns, ich habe zweimal gewürfelt. Aber jetzt habe ich den Tresor geknackt. Die Würfel kommen wieder ins Depot. Ich bekomme zunächst einen Gegenstand, einen EMP-Generator, der mir sämtliche Alarmmarker einer Etage verschwinden lässt und für diesen Zug dann keine weiteren Alarme auslöst. Den brauche ich aber noch nicht, den lege ich mir auf Vorrat. Hier unten hin. Und ich bekomme natürlich im Safe gefunden eine Beute, einen Edelstein. Der würde mich eine Aktion zusätzlich kosten, um einen Teil mit einem anderen Einbrecher zu betreten. In der Solo-Variante ist das nur ein einfaches Beuteteil, was ich mit mir rumschleppe. Hat keinerlei weitere Auswirkung für mich. Sehr schön. Damit wird aber auch ein stiller Alarm ausgelöst. Die Wachmänner kriegen sozusagen ein bisschen Aufmerksamkeit und damit erhöht sich die Geschwindigkeit des Wachmanns auf 3. Ich habe zweimal gewürfelt, habe noch 2 Aktionen und muss jetzt versuchen, in die nächste Etage zu kommen. Ich weiß, dass der Wachmann da oben rumläuft. 1, 2, 3 und dann beim nächsten Mal 1, 2, 3 vielleicht bis hierhin kommen kann. Das heißt, ich muss mich beeilen. Kann aber nicht hier auf dem Foyer warten, sondern muss hier vorne auf der Laufbrücke warten, um an ihm vorbeizuhuschen. Denn ich käme maximal 1, 2, 3, 4 auf die Treppe, dann würde er mich erwischen und ich müsste einen Tarnmarker abgeben. Das heißt, ich werde jetzt auf der... ich kann mich auch in die Ecke bewegen, um das Feld zu erkunden. 1, 2, 3, 4. Ein Service-Schacht. Den können wir jetzt noch nicht brauchen, aber wahrscheinlich ist in der anderen Etage ebenfalls ein Service-Schacht, durch den ich dann eventuell von oben wieder nach unten kriechen könnte, falls ich weglaufen müsste. Gut, jetzt ist der Wachmann dran. 1, 2, 3. Und jetzt bin ich wieder dran. Und jetzt kann ich nach oben gehen. 1, 2 und ich bewege mich direkt nach oben. Ach, und das sind direkt die Treppen nach ganz oben. Ups, einmal umdrehen. So. 3. Und bevor ich meine vierte Aktion ausgebe, wird der Wachmann hier Position beziehen und eine Zielposition bekommen. Und der bewegt sich anfangs mit der Startgeschwindigkeit 3. Ich kann jetzt meine vierte Aktion ausgeben und werde 1, 2, 3 wieder hingehen. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip machen, was ich will. Ich gehe hier hin direkt. Laufbrücke. Jetzt wird es spannend. Ich habe sie direkt betreten. Das heißt, ich falle jetzt nach unten auf dieses Kamerafeld. Das war meine letzte Aktion. Hier wird also jetzt, weil der Wachmann hier ebenfalls auf einem Kamerafeld steht, Alarm ausgelöst. Das heißt, wir haben einen Alarmmarker, den wir hier platzieren und der Zielwürfel kommt natürlich direkt nach hier und der Wachmann in meiner aktiven Etage ist jetzt dran und bewegt sich mit einer neuen Geschwindigkeit, die jetzt 4 sein wird, 3 plus Alarmmarker, zu mir. 1, 2, 2 hat er noch, er schaltet den Alarm ab. Aber er erwischt mich nicht, weil ich eben noch einen Tarnmarker habe, den ich jetzt abgeben muss. Und jetzt hat er noch 2, das heißt, er braucht jetzt ein neues Ziel. Hier sind keine mehr verfügbar, das heißt, ich muss alle 16 Karten nochmal mischen. Klar, 16 Patrouillenkarten, 16 Felder in dieser Etage. Neun Karten zur Seite in der Solo-Variante. Erst bei 4 Spielern werden alle 16 Karten ins Patrouillendeck genommen. Sein neues Ziel ist
dort und er hat noch 2. 1. Und jetzt entweder darum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gleich lang hier rum. So. Und jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich bin jetzt zwar dran und habe auch noch 2 Tarnmarker. Das ist alles nicht so schlimm. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich nicht auf die Treppe kann, weil dann würde mich der Wachmann hier wieder sehen. Und damit hätte ich einen weiteren Tarnmarker abzugeben. Das möchte ich wirklich vermeiden. Das heißt, ich bleibe stehen, werde keine Aktion ausführen und muss aber dann zur Strafe ein Ereignis ziehen von diesen Ereigniskarten. Umbaumaßnahme. Vertausche ein beliebiges aufgedecktes Gebäudeteil mit einem benachbarten verdeckten Teil inklusive aller Figuren und Marker. Ist für mich nicht relevant, weil keines meiner benachbarten Teile verdeckt ist. Das heißt, ich kann es sowieso nicht nutzen. Schade, hier oben hätte mir das vielleicht geholfen. So, jetzt ist der Wachmann wieder dran. 1, 2, 3. Und was ich jetzt gerade, was mir einfällt, vergessen habe, der Wachmann, dadurch, dass wir das Patrouillendeck jetzt einmal durchgespielt hatten und neu angelegt hatten, bekommt auch der Wachmann eine Geschwindigkeit, ein Feld mehr. Und er bekommt, geht eine weiter. Bekommt also damit einen Tempozug mehr. Hat in dem Fall jetzt zum Glück keine Bedeutung, weil ich jetzt auch nach oben wieder entfliehen kann. Und dort wartet der nächste Wachmann auf mich, der immer noch in die Ecke muss. Das heißt, 1, 2 und dann gehe ich direkt hier hin, 3 und erkunde diese Ecke mit 4. Da sind die Toiletten, da kommen 3 Tarnmarker drauf, da kann man sich vor dem Wachmann verstecken und muss dann oder kann dann die Tarnmarker der Toilettenkabinen sozusagen nutzen, anstatt seine eigenen ausgeben zu müssen. So. Der Wachmann da unten hat nichts mehr zu tun, auf seiner Etage ist niemand mehr, das heißt, er bleibt stehen, aber hier dieser Wachmann läuft jetzt. 1, 2, 3. So, damit bekommt er dann ein neues Deck, ein neues Ziel, Entschuldigung, und würde beim nächsten Mal hier oben wieder langlaufen. Jetzt weiß ich, was er tun will, das heißt, ich kann hier oben die Ecke am besten erkunden und dann wieder runterlaufen. 1, ich bewege mich direkt hier hin, 2, oh, der Tresor. Dann bewege ich mich direkt hier hin, 3 und erkunde die Ecke 4. Oh, Geheimtür, die ich durch diese Wand betreten könnte und der Service-Schacht hier würde mich wieder hierhin führen, wenn ich mal wieder fliehen müsste vor diesem Wachmann. Auch das ist nicht uninteressant. Ich habe 4 Aktionen ausgegeben. Es geht weiter. 1, 2, 3. So, jetzt muss ich wieder runter. 1, 2. Ich bewege mich direkt hier hin. 3. Oh, ein Zahlenschlussfeld. Das heißt, ich muss würfeln, ob ich das überhaupt kann mit meinem dritten Versuch. Kann ich nicht. Ich hätte eine 6 würfeln müssen. Und mit meinem vierten Versuch versuche ich es nochmal mit 2 Würfeln diesmal. Auch noch nicht. Der Wachmann jetzt wieder. 1, 2. Neues Ziel für ihn. Ups. D2. 3. Und sein kürzester Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Führt hier rum. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre länger. Das heißt, beim nächsten Mal kommt er auf jeden Fall hier hin. Ich brauche mindestens 2 Aktionspunkte, um auf die Toiletten zu fliehen und dann diese Tarnmarker zu nutzen. Oder in die Ecke zu fliehen, brauche ich 1, 2, 3 Aktionen. Oder diesen Zahlencode zu knacken. Das werde ich 2-mal versuchen. Wenn das nicht geklappt hat, kann ich dann noch immer in die Toiletten fliehen. Das heißt, ich versuche beim ersten Versuch und da hat es tatsächlich geklappt. Das war 1, das zweite wird das Erkunden hier sein, 2, das dritte das Bewegen hierhin, 3 und das vierte das Bewegen hierhin sein, 4. Das sind die Computerräume, der hier für die Laseralarme, der hier für die Fingerabdrucksensoren, in denen könnte man hacken und dann könnte man solche Hackmarker ablegen. Ich als Hacker brauche die nicht, denn ich löse diese Alarme, um die es hier geht, auch nicht aus. Für andere Einbrechertypen kann das natürlich sehr spannend sein. So,
Das hat gut funktioniert. Jetzt ist der Wachmann wieder dran. 1, 2, 3. Und ich bin wieder dran. Ich erkunde dieses Feld. Da muss ich nicht hinlaufen. 2 ist das Bewegen. Das dritte ist das Bewegen hierhin. 3. Fingerabdrucksensor löse ich zum Glück nicht aus. Und das nächste wird das Bewegen hierhin sein. Oh, ist verriegelt mit meiner vierten Aktion. Ich bräuchte aber 3 Aktionen, um dahin zu kommen. Das habe ich nicht mehr übrig. Das heißt, ich bleibe auf meinem Ausgangsfeld stehen und habe meine 1, 2, 3, meine 4 Aktionen letztlich verbraucht. Jetzt ist der Wachmann dran. 1, 2, er bekommt ein neues Ziel. Das ist hier unten. 3. Und da wird das nächste Mal 1, 2, 3 direkt hier sein. Das heißt, ich kann jetzt, muss jetzt oben rumfliehen, denn hier vorbei fliehen bringt nichts. 1, 2, 3, 4. Ich käme noch auf den Tresor. Ich muss aber dieses Feld noch erkunden, um überhaupt den Tresor vollständig knacken zu können. Ich muss also oben in die Ecke. 3 Aktionen brauche ich, um dieses Feld zu betreten. Und meine vierte Aktion wird das Betreten dieses Feldes sein. Und das ist ebenfalls nicht möglich. Auch hier bräuchte ich 3 Aktionen. Die liegen jetzt natürlich sehr ungünstig. Ich bleibe dort stecken. Herr Wachmann ist wieder dran. 1, 2, 3. Bekommt ein neues Ziel. Das ist diesmal da oben. Beide Wege, linksrum oder rechtsrum, sind gleich lang. Er entscheidet sich linksrum. Das heißt, ich muss da weg. Und es bleibt mir nichts anderes über, als mit 3 Aktionen dorthin zu gehen und mit der vierten Aktion in diese Ecke zu gehen. Tja, jetzt haben wir wieder Pech gehabt. Ich hole es mal ran. Ein Alarm fällt, wenn der Spielerzug hier endet. Und das ist der Wärmesensor und den kann ich als Hacker nicht umgehen. Und da habe ich auch keinen Computerraum für aufgedeckt, für die Wärmesensoren. Das heißt, die sind nicht gehackt. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich löse hier Alarm aus. Und das hatten wir eben schon. Der Wachmann, der jetzt dran ist, das war meine letzte Aktion, bekommt mit der Schrittweite 4, weil er der Alarmmarker für eine Beschleunigung sorgt. 1, 2, 3, 4 hierher. Ich muss einen zweiten Tarnmarker abgeben, zurück ins Depot. Und der Wachmann schaltet den Alarm aus, bekommt jetzt ein neues Patrouillenziel. Das ist hier unten. Ich hatte mich vor ihm jetzt verstecken können mit meinem vorletzten Tarnmarker. Einen habe ich hier unten noch liegen. Die anderen 3 sind noch Reserve für andere Fälle. So, was muss ich jetzt tun? Ich kann dieses Feld nicht betreten, denn das würde mich 3 Aktionen kosten. Ich muss aber vorher dieses Feld erkunden. Oder ich lasse den Wachmann erst vorbeilaufen. Ich weiß ja, wo er langläuft. Ich laufe jetzt vor ihm weg. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3. Jetzt ist die Geschwindigkeit des Wachmanns wieder reduziert. Der Alarm ist ja abgeschaltet. So. Jetzt brauche ich wieder 1, 2, 3, 4. Das bringt ja auch nichts. Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich muss ja wieder da vorbei. Das bringt ja alles nichts. Kommando zurück. Meine Entscheidung wird sein, hier das Feld zu erkunden. Das ist der Computerraum für Bewegungssensoren. Und da ich nur eine Aktion jetzt ausgeübt habe, habe jetzt ein kleines bisschen geschummelt, entschuldigt bitte, nehme ich jetzt ein Ereignis. So, das ist der Neustart. Lege sämtliche Gehackt-Marker von allen Computerraumteilen ab. Lege in jeden erkundeten Computerraum genau einen Gehackt-Marker. Naja, gut, mir hilft es nicht. Ich mache es trotzdem. Ich lege jetzt in jeden Computerraum einen Gehackt-Marker. Die brauche ich zwar nicht, aber so ist die Regel. Jetzt läuft der Wachmann 1, 2, 3. Jetzt kann ich hier rum Richtung Tresor. 1, 2, 3, 4. Und jetzt weiß ich auch, welche Zahlen ich alle würfeln muss. Ich muss die 6 würfeln, eine 2, eine 5, noch eine 6, eine 4 und eine 6. Das heißt, ich brauche 6, 2, 4 und 5. Gut, der Wachmann ist wieder dran. 1, 2, 3 und bekommt sein nächstes Ziel. Auch hier sind wir jetzt einmal durch den Patrouillenstapel durch und müssen die Geschwindigkeit des Wachmanns auf 4 erhöhen.
wieder 9 Karten zur Seite für die Solo-Version. Der Wachmann bekommt das nächste Ziel unten in der Ecke und die Geschwindigkeit erhöht sich auf 4. Na, nicht 5, 4. Da wird er beim nächsten Mal sein. Und ich habe aber die Möglichkeiten, entweder mich später im Tresor zu verstecken oder durch die Geheimtür wieder rauf zu fliehen oder gegebenenfalls im schlimmsten Fall sogar wieder nach unten wegzulaufen. Durch die Treppen oder über die Laufbrücke nach unten zu klettern. Ich werde aber erstmal auf den Tresor gehen, 1, und mit 2 Aktionen einen Würfel platzieren und mit der 4. Aktion auch einmal würfeln. Eine 5. Wir schauen mal, die 5 ist hier gewesen. Das andere waren 6, eine 4 und eine 2. Gut, das waren meine 4 Aktionen. Der Wachmann ist dran, 1, 2, 3, 4 und bekommt die nächste Koordinate. Das ist die Geheimtür. Ich brauche 1, 2, 3 zum Weglaufen oder 1, 2, 3 zum Weglaufen, aber hier ist es schwieriger. Ich werde 1, 2, na, meine Figur, 1, 2, ich werde erst würfeln, einmal würfeln kann ich ja. Die 4. Habe ich ja hier irgendwo noch gesehen. Da ist sie. Das war das erste, zweite, dritte, vierte. Bei der Laufbrücke falle ich nicht nochmal runter, denn jetzt weiß ich ja, wo sie ist und kann ganz normal in Gang gehen. Bin da nicht überraschend reingestolpert. Jetzt ist der Wachmann dran. 1, 2, 3, 4. Und beim nächsten Mal wird der Wachmann ein Feld gehen und wird dann 2 Züge weiter übrig haben. Nein, 3 sogar. Kann also maximal 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 bis dahin kommen. Das heißt, ich darf jetzt nicht auf dem Tresor stehen bleiben. Das ist ungünstig. Das heißt, ich bleibe aber auch komplett stehen und ziehe dann dafür ein Ereignis. Lastenaufzug. Bewege deinen Einbrecher ein Stockwerk nach oben oder vom obersten Stockwerk auf das Dach, wenn alle Tresore geknackt sind. Gilt nicht als betreten. So, nach unten geht's nicht. Es geht nur nach oben. Aufs Dach kann ich aber nicht, weil der Tresor noch nicht geknackt ist. Das heißt, es passiert nichts. Auch nicht so schlecht. Auf der Toilette stehen bleiben geht auch. Da sind noch Tarnmarker. 1. Auf den Tresor. 2, 3. Und nächstes Ziel. 4. Naja, jetzt ist ganz klar, dass ich auf der Toilette stehen bleibe und wieder ein Ereignis ziehen muss. Tagträume. Auf deinem Stockwerk. Die Geschwindigkeit des Wachmanns ist in diesem Zug um 1 reduziert. Naja gut. 1, jetzt hat er immer noch 2 übrige Züge. Die wird er nach hier verbrauchen wollen. 2, 3. Das heißt aber auch, beim nächsten Mal wieder dann mit 4, weil sein Tagtraum vorbei ist. 1, 2, 3, 4 kann er wieder zum Tresor zurückkommen. Ich werde mal Folgendes tun. 1, 2 und werde jetzt wieder ein Ereignis ziehen müssen, weil ich weniger als 3 Aktionen benutzt habe. Überdosis Koffein. Für eine Runde dürfen die Einbrecher keine Erkundenaktion ausführen. Lege diese Karte vor dir aus und zu Beginn deines nächsten Zuges ab. Auch das bringt nichts mehr, denn ich habe alle Räume erkundet und brauche keine Erkundenaktion mehr. Der Wachmann ist dran. 1, 2, bekommt das nächste Ziel. Das ist direkt sein Nachbarfeld. 3, und er hat noch einen Bewegungspunkt. 4, in die Ecke. So, das heißt, er wird beim nächsten Mal 1, 2, 3, 4 maximal wieder da draußen sein. Ich kann also jetzt mit 1 auf den Tresor, mit 2 und 3 noch einen zweiten Würfel und mit 4, mit dem 4. Aktionspunkt kann ich einmal würfeln. 2 Vieren helfen mir aber nicht. Ich brauche 6 oder 2. Darf aber nicht nochmal würfeln, denn erst ist der Wachmann wieder dran. 1, 2. Und jetzt wird seine Geschwindigkeit wieder erhöht auf 5, weil wir erneut durchs Patrouillendeck durch sind.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten wieder zur Seite. Die brauchen wir nicht. Da will er hin. Und er hatte noch 2 Bewegungspunkte übrig. Und der Weg führt ihn wieder am Tresor vorbei. Und seine Geschwindigkeit wird erhöht auf 5. So, bevor wir das jetzt übersehen. Tja, auch das heißt, 1, 2, 3, ich kann einmal würfeln und dann muss ich auch abhauen und dann wieder Richtung Toilette. Eine 2 und eine 3. So, die 2 haben wir hier und jetzt fehlen mir nur noch 6. Ich könnte jetzt spekulieren und hoffen, dass ich beim nächsten Mal eine 6 werfe, weil dann kann ich mit der Beute mit meinem dritten und dann meinem vierten Zug aufs Dach entschwinden. Aber das ist Glücksspiel. 1, 2, 3, 4. Der Wächter kann maximal 1, 2, 3, 4 und wieder hier rauskommen 5. Ich brauche 1, 2, 3 bis auf die Toilette oder 1, 2 bis auf das Zahlencodefeld. Ich würfel noch einmal, aber dann muss ich auch wirklich abhauen. Und da ist die 6. Ich habe mehr als Glück gehabt. 6, nein, Quatsch. 6 dort, die 6 dort und die 6 hier. Der Tresor ist tatsächlich geknackt. Und das heißt, wir bekommen einen Gegenstand. Einen Bauplan, in dem wir ein beliebiges Feld erkunden könnten. Und das Diadem. Besitzer wird während seiner Bewegung von benachbarten Teilen aus gesehen. Das ist jetzt aber kein Problem mehr. Ich habe noch 2 Züge. 1 und ab aufs Dach und damit gewonnen. Der Wachmann bewegt sich nicht mehr. Ich bin gerade noch so davon gehuscht, bevor der Wachmann mich hätte überlaufen können. Und damit habe ich das Spiel tatsächlich gewonnen. Ja, das war eine Runde Solo Burgle Brothers Einsteigerspiel, Einsteigerszenario mit den Mauern so gesetzt, wie sie auch in der Anleitung gesetzt sind. Es gibt auch eine Webseite, wo man sich die Mauern für die Räume je nach Szenario auch zufällig setzen lassen kann. Ich verlinke euch diese Webseite einfach mal unten neben dem Boardgame-Geek-Profil und dann könnt ihr euch das auch selber mal anschauen, wie das läuft. Und meine Videos werdet ihr dann auch auf Boardgame-Geek verlinkt finden. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, habt Spaß und bleibt dem Brettspiel gewogen und bleibt mir gewogen. Kommentiert, wenn ich irgendetwas ändern soll und abonniert fleißig. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Spartakus.